Ahoi meine Freunde, dieses Video wird ein kleines Labervideo, ein kleiner Vlog, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ich werde euch mitteilen, was in den letzten Tagen passiert ist, was in den nächsten Tagen kommen wird. Und das Beste daran ist, ihr könnt selber entscheiden, welches Video ich demnächst veröffentlichen werde. Aber es kommt ja noch was, und zwar werde ich am Ende des Videos meine Telefonnummer veröffentlichen. Warum ich das Ganze mache, das erfahrt ihr gleich. Bevor es jetzt richtig losgeht, möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar hat mich Lucy gefragt, wie ich immer meine ganzen Videos aufnehme, wie das Ganze drumherum immer aussieht. Und ich denke mal, sie ist nicht die Einzige, die das wissen möchte. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal, wie das Ganze bei mir aussieht. Die Perspektive kennt ihr ja sicherlich schon, aber jetzt drehe ich einfach mal die Kamera um. Und jetzt zeige ich euch mal die andere Perspektive. Auf der linken und auf der rechten Seite befindet sich eine Softbox. Und in der Mitte, wenn wir jetzt einfach mal ranzoomen oder ich einfach mal aufstehe, sehen wir eine weitere Kamera. Das ist meine Canon EOS 60D. Die nimmt üblicherweise alles auf. Und wenn wir jetzt mal weiter hinten hinschauen, dann sehen wir jetzt mein großes Zimmer. Naja, groß ist relativ. Hier auf der einen Seite arbeite ich, da hinten schlafe ich. Und wer jetzt genau hinschaut, sieht jetzt überall Blutflecken. Aber keine Sorge, die Blutflecke sind einfach nur aufgeklebte Aufkleber. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel einen Aufkleber. Wir sehen jetzt hier unten nochmal Aufkleber, dort, hier und nochmal an meiner Tür. Das sieht sehr, sehr krass aus. Ich gebe es zu, ich habe hier wirklich kein Massaker veranstaltet. Ich habe vor ungefähr 3 Monaten eine Halloween-Party gefeiert und das sind einfach die Überreste. Nein, ich habe sie alle umgebracht. Ohne jetzt unterschwellige Werbung machen zu wollen, kurz bevor ich meine Aufnahmen starte, was dann meist so gegen 19 und 20 Uhr ist, also relativ spät für eine Videoaufzeichnung, da brauche ich einfach noch ein bisschen Energy. Und zwar ist hier die Rede von Rockstar Supersaurus Green Apple, schmeckt sehr, sehr lecker, ist auch ein bisschen sauer und kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der solche Geschmackrichtung mag. Und wenn ich das nicht trinke, dann schlafe ich in der Videoaufzeichnung ein und das wollen wir ja alle nicht. Am Anfang des Jahres habe ich euch so ein bisschen drauf heiß gemacht, dass ich demnächst ein Video veröffentlichen werde und es ist leider nichts daraus geworden, weil halt was passiert ist. Das hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, war jetzt nichts Dramatisches, aber ich konnte halt nicht zu Hause schlafen und es sollte ein Show My Year von David Gray sein. Und ich wollte euch anhand von Bildern, die ich ausgedruckt habe, so eine kleine Geschichte erzählen. Und bei diesem Bild zum Beispiel gibt es eine richtig krasse Hintergrundstory. Das sieht zwar jetzt sehr cool aus, sehr locker und lustig, aber das Bild hat eine traurige Hintergrundstory und die hätte ich euch gerne erzählt. Bei diesem Foto, das hat die liebe Luena fotografiert von Memorial Photography. Und sie hätte auch an dem Video mitgewirkt, aber das hat alles leider nicht so geklappt. Und wenn ihr euch ein bisschen dafür interessiert, was ich so nebenbei noch so mache, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Vielleicht veröffentliche ich ja noch demnächst noch so ein Video. Würde mich auf jeden Fall freuen, ich würde es gerne machen. Wer mir auf Facebook, Twitter oder auf Instagram folgt, der wusste das bereits. Ich habe mir vor kurzem hier diese Kamera gekauft und zwar ist es die Canon Leica Mini X. Mit dieser Kamera kann ich endlich Videos unterwegs aufzeichnen und mit der nehme ich auch gerade auf. Die macht ein super Bild, macht einen super Ton und ich bin froh, dass ich die habe, denn die ist so leicht, dass ich die einfach in meine Tasche mitführen kann und ich kann jetzt endlich unterwegs Videos aufzeichnen. Die Firma Kullmann war so freundlich und hat mir diesen Fotorucksack zur Verfügung gestellt, um den einfach mal zu testen. Ich habe den jetzt schon relativ lange, ungefähr 3-4 Monate und kann euch aber jetzt sagen, ob der Rucksack gut ist oder nicht. Und wenn ihr jetzt das Video sehen wollt, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, denn der Rucksack hat es echt in sich. Nicht nur, dass er hier schöne Farbakzente hat, nein, der Rucksack lässt sich auch von hinten öffnen. Und das ist sehr, sehr praktisch, gerade wenn man in größeren Städten unterwegs ist. Dann wird halt bei solchen Rucksäcken halt nicht die Kamera rausgeklaut, weil die kann ja nicht rausgeklaut werden, wenn man die halt nur von hinten öffnen kann. Und das ist schon mal ein sehr, sehr großer Pluspunkt. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr jetzt lieber das sehen wollt, also den Produkttest zu diesem Kamerarucksack, oder ob ihr die Leica Mini X sehen wollt in einem Test, oder ihr entscheidet euch dafür, dass ich jetzt ein Show My Year mache von mir, wo ich euch ein bisschen die Storys erzähle von den ganzen Bildern. Also ich habe sowieso Lust auf alles, jetzt seid ihr gefragt. Erstmal so die Frage an euch, seid ihr eher der Fotograf oder Bildbearbeiter oder doch alles beides? Also ich bin nicht nur der Fotograf, also ich bin auch der Bildbearbeiter und mag es extrem gerne, wenn ich auch mal Hintergrund austauschen kann, wenn ich aus einem Bild
das letzte Optimum herausholen kann. Und die Zeitschrift Dogma hat mir wirklich sehr, sehr viel beigebracht. Und wenn ihr jetzt nicht nur Fotograf seid, wenn ihr auch Freude habt, auch mal Bilder richtig krass zu bearbeiten, dann solltet ihr euch die Zeitschrift mal genauer anschauen. Die Dogma kostet 9,90 €. Das ist wirklich nicht wenig Geld und es ist wirklich viel Geld eigentlich für jemanden, der nicht viel Geld hat. Aber ihr investiert in Wissen und wenn man in Wissen investiert, ist das nie für umsonst. Deswegen war es mir egal, ob das jetzt 9,90 € kostet oder 5 € oder vielleicht doch 15 €. Letztendlich weiß ich, was ich hier habe und das ist einfach nur eine extrem geile Zeitschrift. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man die jetzt überall kaufen kann. Die habe ich noch nicht so oft gesehen im Leben. Ich habe die mir jetzt abonniert übers Internet und wenn ihr euch dafür interessiert, Bilder richtig krass zu bearbeiten, dann schaut euch einfach mal die Dogma genauer an. Den Link findet ihr in der Infobox. Kaum zu glauben, aber ich war tatsächlich in einem Bastelladen gewesen. Eher zufällig, weil ich da was ganz anderes gesucht habe. Aber dann sind mir diese zwei Buchstaben ins Auge gefallen und ich musste sie mir einfach kaufen. Einmal der Buchstabe D und einmal der Buchstabe C. Das könnte jetzt David und Claudi bedeuten, aber nein, in diesem Fall heißt es David Cray. Also das sind meine Initialen und daraus werde ich mir mein eigenes Logo basteln. Den einen Buchstaben werde ich orange einfärben und den anderen in weiß. Dann werde ich hier eine Kerbe reinschneiden, damit ich das Ganze auf eine Ebene hier schieben kann. Und dann habe ich für weniger als 5 € mein eigenes Logo zum Hinstellen. Kennt ihr eigentlich die App Dubsmash? Das ist eine richtig coole App, mit der ihr richtig coole Videos produzieren könnt. Und die hat mich 3-4 Stunden meines Lebens gekostet. Aber ich habe es gerne gemacht, weil die App extrem geil ist. Und das muss ich euch jetzt mal zeigen. Wenn ihr die App öffnet, sieht das Ganze genau so aus. Und was man damit produzieren kann, das zeige ich euch jetzt. Ich gehe mal hier auf die Menü-Taste, dann gehe ich hier auf meine Dubs. Und dann zeige ich euch jetzt einfach mal das hier, was ich zuletzt gemacht habe. Ich habe mir das jetzt den ganzen Morgen mit angesehen. Und ich bin hier, um Ihnen verdammt nochmal zu sagen, was für ein geiler Typ Sie sind. Ich finde das so mega geil. Und das habe ich schon an meine Mom verschickt, an ein paar Freunden verschickt. Und das ist sowas von cool, genauso wie das hier zum Beispiel. Du weißt genau, was ich meine, du abgefuckter Kackvogel. Wie das Ganze funktioniert, das müsst ihr selber herausfinden. Da alle guten Dinge 3 sind, werde ich euch jetzt noch ein Video zeigen. Mein Name ist Bond. James Bond. Und dann kann man das halt abspeichern. Man kann das dann per WhatsApp verschicken oder per Facebook. Und es ist wirklich eine richtig, richtig coole Sache. Apropos WhatsApp. Da war ja was. Ich wollte euch meine Telefonnummer geben. Ja, das mache ich jetzt auch. Wie versprochen, mache ich das jetzt wirklich. Ich werde jetzt meine Telefonnummer einblenden. Das ist meine Zweitnummer. Das heißt, meine richtige Nummer kann ich jetzt nicht herausgeben. Bei der Zweitnummer kann ich halt ein kleines Risiko eingehen, das heißt, wenn mir das zu viel wird, kann ich das einfach deaktivieren und es gibt halt so eine Black- und Whitelist, das heißt, nicht alle Nachrichten werden durchgestellt und ihr könnt mir nur WhatsApp-Botschaften zuschicken. Wenn ihr bei dem ganzen Experiment teilnehmen wollt, dann müsst ihr das Video oder die Sprachnachricht selber aufzeichnen, also es muss euer eigenes Werk sein. Und wie das Ganze am besten aussehen sollte, das zeige ich euch jetzt. Hey David Gray, ich bin Luena und das ist Caro und wir beide würden echt gerne ein Video von deinen peinlichsten Selfies sehen, weil wir sehen eh sowieso immer gut aus. Hey David, du, kannst du mir verraten, wie ich so richtig, richtig scharfe Nachtaufnahmen hinkriege? Weil ich kann's nicht. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Erfolg und vor allem ganz viel Spaß dabei, mir Videobotschaften zuzuschicken und vor allem auch Sprachnachrichten, Textnachrichten, alles Mögliche. Ich bin mega gespannt, was wir jetzt rocken werden. Es ist ein Experiment, aber es soll kein Experiment bleiben. Ich hoffe, dass es ein richtig cooles Video wird, ein geiles Format wird, was wir zusammen auf die Beine stellen werden. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, unterstützt mich damit, abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao. Der andere Buchstabe, C, der könnte jetzt für Claudi... Ah, mein Bein! Das hat ganz schön geknackt. Okay, es tat eigentlich nicht weh, aber es war einfach laut. Verdammte Axt. Dann nochmal.